Konzeptuelles Modell abgeschlossen, jetzt kommt der logische Datenbankentwurf. Wir wollen jetzt also zum logischen Modell kommen. Sie erinnern sich so ein bisschen, wir hatten so diese Ansi-Sicht und das, wie es eigentlich in der Praxis passiert. Und in der Praxis hat man gesagt, wir modellieren nicht direkt das, was in dem Ansi-Modell sozusagen in der Mitte lag, sondern wir modellieren erstmal mit R-Modell das Konzept, also den Weltausschnitt, und machen dann im nächsten Schritt den Übergang vom R-Modell zum relationalen Modell. Und das wollen wir jetzt tatsächlich hier nochmal durchführen und sagen, der größte Teil in diesem Vorlesungsabschnitt ist dann die Umsetzung von dem, was wir im R-Modell irgendwie aufgeschrieben haben, beziehungsweise grafisch notiert haben, in ein tatsächliches relationales Schema. Eins, was ich dann mehr oder weniger eins zu eins in eine konkrete Datenbank, die eine relationale Datenbank dann sein sollte, umsetzen kann. Integritätsbedingungen ist jetzt hier ein wichtiger Abschnitt, mit dem wir uns nochmal beschäftigen werden. Da geht es dann zum großen Teil darum, was Schlüssel wieder sind. Ist ein kleines bisschen, also wir meinen genau dasselbe wie im R-Modell mit Schlüsseln, aber wir müssen es ein kleines bisschen anders syntaktisch aufschreiben, weil das R-Modell ein bisschen was anderes ist als das relationale Modell und auch mit anderen Integritätsbedingungen, wenn wir uns noch einen Moment beschäftigen. Also die sind irgendwie was ganz Wichtiges, weil die dafür sorgen, dass in so einer Datenbank halt nur Sachen sind, die da auch reingehören und das alles mit rechten Dingen zugeht. Okay, aber anfangen wir damit, was man als erstes vielleicht sich fragt, was soll denn das relationale Modell eigentlich sein? Im relationalen Modell sind wir so auf einer ähnlichen Weltsicht wie im R-Modell. Wir wollen also irgendwie Objekte, die es tatsächlich in der Welt gibt, in einer Modellbildung, die es im R-Modell dann gab, jetzt umsetzen in so ein Relationenschema. Also wir wollen fragen, was sollen jetzt am Ende für die Datenbank die Tabellen sein, die ich da abspeichere, und in den Tabellen gibt es irgendwie Attribute. Attribute klingt schon so ähnlich wie das, was ich im R-Modell auch Attribut genannt habe. Und diese Objekttypen, das klingt so ähnlich wie das, was ich im R-Modell Entity-Typen genannt habe. Also das ist schon nicht ganz falsch, wenn man diese Sachen so erstmal im Kopf sich zuordnen würde. Im Relationenschema habe ich also im Prinzip, jedes Schema besteht aus einer Menge von Attributen und Attribute sind einfach Eigenschaften von diesen Objekten. Hat man ja bis jetzt im R-Modell auch so verstanden, hoffe ich. Ein Attribut hat einen Wertebereich, also wir hatten es jetzt auch immer mal Domäne oder Domain genannt. Typischerweise sind das Standarddatentypen, sowas wie String, Integer oder Boolean. In der Datenbankwelt gibt es aber eben auch schon ein paar da sehr oft wichtige zusammengesetzte Typen, sowas wie Datum oder Zeit oder so, die normalerweise in der Programmiersprache nicht zu den Standardtypen gehören. Wenn man jetzt eine Reihenfolge von den Attributen festlegt, dann kann man auch genau sagen, in der Tabellensicht, welche Spalte soll denn die erste, die zweite, die dritte und die vierte sein. Im Relationsschema habe ich aber eher so eine Mengensicht und sage, das ist die Menge der Attribute. Aber man kann natürlich irgendwie eine Reihenfolge damit verbinden. Das ist so ein bisschen intuitiver. Wenn ich jetzt frage, was ist eine konkrete Relation, also eine konkrete Tabelle, dann würde ich immer sagen, es ist eine Instanz eines Relationenschemas. Also so ähnlich wie wir immer bei Entity-Typen und Relationentypen von Instanzen gesprochen haben, sprechen wir jetzt hier bei den Relationen von Instanzen, weil das die Analogie sein soll. Entity-Typen und Beziehungstypen aus dem R-Modell sind Kandidaten dafür, Relationen zu werden im relationalen Modell. Und die Attribute, da sprechen wir nicht von Instanzen, sondern von Ausprägungen, das machen wir hier quasi genauso. Die konkrete Definition, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ein Datenbankschema ist dann eine Menge von Relationenschemata, also eine Menge von Tabellen. Wir sind auf dem Weg, dass wir eine relationale Datenbank bauen wollen, also relational abgeleitet von, es besteht aus Relationen. Und zu jedem bestimmten Zeitpunkt kann ich sagen, der aktuelle Zustand der Datenbank, das nenne ich einfach Datenbank oder wenn ich es ganz klar angeben will, als das ist ein Zustand, sage ich Datenbankzustand dazu. Kommen wir auch nochmal in einer formaleren Definition gleich nochmal dazu. Wenn ich das Ganze als Tabelle interpretiere, haben wir schon ein paar Mal so gesehen, aber nochmal konkret, oben drüber steht der Relationenname oder wir sagen jetzt manchmal auch einfach nur, das ist die Relation Buch. Die hat eben den Namen Buch, aber wir sagen jetzt, die Relation heißt Buch. Das Schema selbst ist die Menge der Attribute. Wenn ich das als Menge auffasse, ist die Reihenfolge erstmal egal. Ich habe jetzt halt hier irgendwie eine hingeschrieben. Es ist also weder alphabetisch noch umgekehrt alphabetisch, es ist irgendwie. Wahrscheinlich mit so einer Art Interpretation wie die Inventarisierungsnummer oder Inventarnummer. Das ist womöglich ein Kandidat dafür, Schlüssel zu sein. Scheint am wichtigsten zu sein. Leserichtung bei uns ist von links nach rechts, also schreibe ich das wahrscheinlich links hin. Aber im Prinzip ist das eine willkürliche Reihenfolge. Man muss sich dann irgendwann mal fragen, was ist vielleicht die Konvention. Und das hier unten, das ist dann eigentlich die konkrete Instanz der Relation. Da sage ich auch oft dann dazu Relation. Also ich sage, die Relation heißt Buch, dann sage ich manchmal einfach nur die Relation Buch.
Eigentlich meine ich damit aber immer diese konkrete Instanz. Also diese ganzen Tupel, die da drin zusammenstehen, das ist die Instanz der Relation, des Relationenschemas. Also konkrete Attributwertausprägungen, die dann da drinstehen. Also hier in dem Fall konkrete Bücher. Das ist so das, was man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man jetzt die ganze Zeit von Relationen spricht. Man meint eigentlich immer solche Tabellen. Und diese Tabellen sind dann auch eine gute Hilfe, wenn man später über eine relationale Datenbank nachdenkt, was da eigentlich drinsteckt. Manchmal sagt man hier, wir sind im logischen Entwurf oder im Implementationsentwurf. Implementationsentwurf deutet schon so ein bisschen an, dass ich kurz davor bin, die Datenbank tatsächlich zu implementieren. Also eine konkrete Datenbank in einem, also ein konkretes Benutzen von irgendeinem Softwareprodukt dann tatsächlich zu bauen. Wir sagen oft relationales Modell oder Relationenmodell. Wenn mir das einmal so rausrutscht, meine ich damit immer noch eigentlich dasselbe. Also die sind Synonyme, die Begriffe. Hier in der Vorlesung auf jeden Fall immer Synonyme. Und im Prinzip mit dieser Tabellensicht, da kann ich ja nicht sagen, es gibt eine beliebige Reihenfolge. Also ich lege so eine Reihenfolge der Attribute fest, aber ja, da muss man sich irgendwann darauf einigen, ob man jetzt mit Reihenfolge denken will oder nicht. Sobald ich Tabellen aufmale, meine ich immer eine Mitreihenfolge. Das Relationenschema an sich legt die Reihenfolge erstmal nicht fest. Okay, kleines bisschen Formalismus wieder zwischendrin. Wir wollen jetzt sagen, was ein Relationenschema ist, was ein Tupel ist und was eine Relation ist. Ich habe die Begriffe jetzt die ganze Zeit benutzt, aber nochmal konkret. Also ein Relationenschema ist erstmal eine Menge von Attributen. Ich habe die jetzt hier zwar durchnummeriert, aber es ist bei einer Menge ja so, dass ich eigentlich keine Reihenfolge habe. Es ist wichtig, dass es eine endliche Menge ist. Also wir sprechen hier immer nur von endlichen Mengen. Unendliche Tabellen könnte ich irgendwie schwierig am Ende eine Datenbank packen. Also wir sagen immer, es ist eine endliche Menge. Und die Wertebereiche der Attribute, die sollen auch nicht leer sein. Also jedes Attribut hat einen Wertebereich, Werte, die es annehmen darf. Und das darf nicht leer sein. Wenn ich es mit einer leeren Menge als Domäne angeben würde, das macht irgendwie keinen Sinn. Das kann ich sowieso dann nicht instanziieren. Also dürfen die nicht leer sein. Für so einen konkreten Attributwert benutzen wir manchmal ein kleines V wie Value und das ist dann also ein Element aus dem Wertebereich von Attribut AI in dem Zusammenhang. Wenn jetzt hier so drüber nachdenkt und sich fragt, was soll ich mit dieser Formalisierung hier eigentlich irgendwie andeuten? Eben habe ich schon gesagt, vielleicht denke ich so eine Reihenfolge mit, hier deute ich es vielleicht durch diese Nummerierung an. Wie könnte ich denn in so einer Mengenschreibweise es ein bisschen klarer machen, in welcher Reihenfolge so ein Tupel oder was welches Attribut dann ist? Also wenn ich sowas sage wie aus diesen Buchrelationen, die wir eben hatten, zurück, ist irgendwo vielleicht das Buch von Popper, wenn ich jetzt so sage, ich will irgendwie dieses Tupel hier 0, 1, 1, 0, wichtig, dass die 0 kam, sonst sieht es so aus wie Polizei, Lesebuch, oh, die ISBN, ich kürze die mal ab mit 2, 3, 4, 1 und das ist von Herrn oder Frau Popper geschrieben. Wenn ich das irgendwie so als Tupel denke, ist es ja, im Moment ist es noch kein Tupel, jetzt habe ich es so als Mengenschreibweise hingeschrieben. Wenn ich es als Tupel denke, dann muss ich ja sagen, eigentlich habe ich hier keine geschwungenen Klammern, sondern ich will ja eigentlich sagen, es gibt eine gewisse Reihenfolge der Attribute. Also damit möchte ich so zuordnen, dass das hier halt nicht der Buchtitel ist, sondern Autorenname oder so. Und dass das hier die Inventarnummer ist und nicht die ISBN. Wenn ich diese Reihenfolge erzwingen will, wie kann ich das in der Mengenschreibweise eigentlich versuchen? Haben Sie eine Idee? Also ich möchte so sagen, das hier, ich möchte eindeutig sagen, das hier ist nicht die Inventarnummer, das hier ist die Inventarnummer, aber nicht die ISBN. Und das hier ist die ISBN, aber nicht die Inventarnummer. Und dieser String hier, das ist der Titel, aber nicht der Autor. Und das hier ist Autor, aber nicht Titel. Kriegt man das irgendwie hin? In Mengenschreibweise? Also in diesem Mengendenk, den wir eigentlich hatten, wenn man über so ein Relationsschema nachdenkt? Bei Menge denken Sie wahrscheinlich immer, es gibt ja keine Reihenfolge. Ne? Es muss auch nicht unbedingt eine Reihenfolge geben, aber ich möchte diese Zuordnung eindeutig machen können. Idee? Ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Ich könnte sowas sagen wie dieses Tupel hier, also dem ich normale Klammern habe. Wenn ich das als Menge aufschreiben will, dann könnte ich ja sowas machen wie, ich schreibe es einfach davor. Inventarnummer und dann, oder ich könnte es auch dahinter schreiben. Also eine Menge von Tupeln. Das hier soll jetzt wahrscheinlich Titel sein.
Lesebuch. Ups. Und so weiter. Dann habe ich das Tupel als Menge aufgeschrieben. Ich verliere die Wichtigkeit der Reihenfolge, die kriege ich nicht hin, aber ich kann immerhin sagen, was ist was. Also wenn ich diese Mengendenke habe, dann denke ich eher immer in so einer Menge von solchen Paaren, dass ich sage, für so ein Attribut, also für eine Attributausprägung schreibe ich noch den Namen des Attributs hin, sodass ich das hier nicht aus Versehen mit was anderem verwechseln kann, was eine Zahl ist. Also wenn wir über so eine Relation als Menge nachdenken, eigentlich wollen wir diese Tupelsicht haben, aber wenn ich als Menge drüber nachdenke, dann habe ich so eine Zuordnung einfach. Das hier sind jetzt immer Paare, wo ich sage, das erste ist der Name und das zweite ist dann der konkrete Attributausprägungswert. Das wird einem helfen, wenn man jetzt so diese Schreibweisen hier hat, wo man sagen, eigentlich ist eine Menge von Attributen, so ein Relationsschema. Wenn ich jetzt aber so diese Denkweise habe, dass ich eigentlich eine Reihenfolge andeuten will, dann könnte ich das äquivalent als Menge so ein bisschen ansehen und sagen, dann schreibe ich mir die Reihenfolge nicht hin, aber ich sage, was ist was. Dann kann ich diese Mengendenke die ganze Zeit mit versuchen durchzuziehen. Und wenn ich diesen Mengendenk habe, dann kann ich auch sagen, okay, was ist denn jetzt ein Tupel über so einem Relationsschema? Das ist eine Abbildung. Also irgendwie sage ich, aus dieser Attributmenge, diesem Groß-R, dem Relationsschema, für so ein Tupel sage ich, was sind die konkreten Werte für jedes einzelne Attribut? Und in Mengendenk für diese große Vereinigung ist immer das hier gedacht, dass ich sage, für Attributinventarnummer ist die Ausprägung 0110. Für Attribut Titel ist die Ausprägung Lesebuch. Dabei muss ich darauf achten, dass also jeder Attributwert irgendwie aus der Domäne kommt, aber die Domänen sind oft sowas wie, sind einfach Zahlen oder Strings, also Zeichenketten. Und dann ist also auch sowas wie Lesebuch, bei dem ich mich vielleicht vertippt habe und das E vergessen habe, ist eigentlich zulässig. Die Frage ist halt, wenn es das Buch nicht wirklich gibt, ob irgendwann jemand in der Datenbank feststellt, dass es verschrieben wurde. Also das ist ein Tippfehler. Aber es ist erstmal von der Domäne erlaubt. Also es ist einfach ein Titel, den es geben könnte als String. Wenn es jetzt eine Teilmenge von den Attributen gibt, auf die ich irgendwie so ein Tupel projizieren will, das könnte man so hinschreiben, dass man, also in manchen Büchern findet man es so mit so einem Pipe-Symbol, dass man diese Teilmenge dann unten dran schreibt. Wir werden es hier in der Vorlesung eigentlich meistens so machen, dass wir das so hinschreiben. T von A, wir meinen damit jetzt nicht Funktion, sondern T projiziert nur auf die Teile. Also wenn ich sage, irgendwas hat drei Attribute, A, B, C, und ich sage sowas wie T, A, B, dann meine ich, C kann erstmal an der Stelle weggelassen werden. Mich interessieren nur die zwei A und B Attribute. Eine konkrete Relation selbst, also eine Instanz, die beschreibe ich immer mit einem kleinen Buchstaben, das Relationsschema selbst mit einem großen geschwungenen R, aber die konkrete Instanz dann immer mit dem kleinen, wenn nicht klar ist, worauf ich mich beziehe, auf welches Schema, kommt das in Klammern nochmal danach. Wenn es klar ist, worauf ich mich beziehe, lassen wir es weg. Aber so eine Relation selbst ist auch immer endlich. Also so eine Tabelle, wenn man diese Tabellendenke hat, hat nur endlich viele Attribute, also ist nach rechts endlich und eine Relation, also eine konkrete Instanz, ist auch dann nach unten endlich, also es gibt nur endlich viele Tupel in so einer Relation. Wäre auch schwierig, das in eine Datenbank abzubilden, wenn es mehr als endlich viele wären. Hier nochmal dieser Hinweis mit diesem, man würde den Bezeichner gegebenenfalls davor schreiben, nochmal ein kleines bisschen formaler, also die konkrete Ausprägung, den konkreten Namen des Attributs schreibt man immer in so einem Paar dann vorne hin und diesen Wert für das Attribut, den schreibt man dann hinten hin, wenn man diese Denke des Mengendings sich aneignen will. Eine alternative Idee, wie man darüber nachdenken will, um die Reihenfolge zu haben, wäre, dass man über das Kreuzprodukt nachdenkt und sagt, okay, das erste ist immer das Attribut A1, das zweite ist das Attribut A2 und das Ente ist dann das Attribut AN. Das ist aber dann nicht mehr dieselbe Menge, über die ich eigentlich bei einem Relationsschema nachdenke. Ist aber beides okay, wenn man so diese Intuition hat, dass man sagt, ich habe eine Reihenfolge auf den Attributen, dann ist eigentlich das Kreuzprodukt da das, was man vielleicht mitdenken sollte. Wenn man sagt, ich will die Reihenfolge nicht haben, aber diese Mengendenkweise, dann denke ich über diese Paare zwischen Attributname und konkreten Wert nach. Ja, wenn man fragt, wie war das im ER-Modell eigentlich gerade, könnte man nochmal über diesen Link hier zurückspringen oder wir gucken es uns nochmal genau an. Bei einem ER-Modell hatte ich auch gesagt, ein Attribut benenne ich irgendwie und es hat einen Typ, also irgendwie Integer, String oder so. Das ist ja jetzt hier so ähnlich, nur sage ich jetzt nicht mehr Typ dazu, sondern Domäne quasi. Die Domäne des Typs ist dann
der Wertebereich für das Attribut, weil man meint damit eigentlich das Äquivalente. Gucken wir uns nochmal ein Beispiel an. Irgendwie habe ich Telefonnummern für so also eine Personal-Telefon-Datenbank für meine Firma oder sowas. Und ich sage, okay, der Name soll Perstelefon sein, weil ich nicht so viel schreiben will. Personaltelefon war offenbar zu viel beim Modellieren. Es gibt irgendwie eine Personalausweisnummer, die ich mir merke, oder können auch die Personalnummer sein. Was da jemand mit der Abkürzung gemeint hat, muss man dann immer sozusagen in der Dokumentation nachschauen. Telefon kann ich interpretieren, das ist eine Telefonnummer. Für die Personalnummer sage ich, es ist ein Integer. Telefonnummer ist ein String. Okay, ich will also wahrscheinlich irgendwie diese Bindestriche dazwischen ziehen können. Insofern, String ist okay, aber wahrscheinlich Integritätsbedingungen, es darf kein Buchstabe drinstehen. Dann wüsste ich wieder nicht, was Telefonnummern sind. Außer ich meine sowas wie kurz mal, dass man vielleicht diese Buchstaben, die dann früher mal auf den Tasten mitstanden, meint. Eine konkrete Ausprägung wäre dann hier sowas wie 4711, also Mitarbeiterin 4711 hat zwei Telefonnummern, vielleicht zwei Büros an zwei Standorten oder so. Mitarbeiterin 5588 hat dann nur eine. Das sind dann drei Beispieltupel in dem Beispiel. Wenn ich mich jetzt frage, was ist die Mengensicht? Also jedes Tupel hat eine Personalnummer, Personalausweisnummer und ein Telefon. Dann ist die Mengensicht eigentlich, dass das eine Vereinigung zwischen einem Integer und einem Stringwert sein muss. Wenn ich die Mengensicht wieder annehme und sage, ich habe so vorne hinten, dann habe ich also sowas wie ein Paar, wo ich sage, die 4711 ist also die Personalnummer und ein anderes Paar, wo ich sage, diese andere Nummer, das ist die Telefonnummer. Also wenn ich das projiziere dann nur auf die Personalnummer, dann ist das eben die 4711. Wenn ich das Tupel T1 projiziere auf die Telefonnummer, ist es diese Nummer. Für das Tupel 2, das ist also dann der zweite Eintrag hier, würde ich sagen, okay, Personalnummer ist dieselbe, Telefon ist eine andere Nummer. Wenn ich projiziere, habe ich aber hier quasi denselben Wert wie hier oben. Wenn ich auf die Telefonnummer projiziere, habe ich einen anderen Wert. Okay, also das wäre so diese Idee, wie ich als Menge das Ganze interpretieren kann. Als Kreuzprodukt dann eben, dass ich sage, es kommt immer erst der Integer-Wert, der die Personalnummer ist, und danach kommt immer ein String. Sieht aber auch aus wie eine Zahl hier in dem Fall. Das sind also im Prinzip irgendwie Abbildungen, diese konkreten Tupel. Die Attributwerte, die kriege ich dann also eindeutig hin, ja? Ups, sorry. Das ist eine Auswahl, die Sie beim Modellieren getroffen haben, wenn Sie das so gemacht hätten. Also Sie hätten auch sagen können, Telefonnummer soll auch ein Int-Wert sein. Das Problem bei Telefonnummern ist, wenn ich da sage, es ist ein Int-Wert, führende Nullen beispielsweise. Oder hier in dem Fall diese Bindestriche, wenn ich die mitmodellieren will, damit ich beispielsweise die Durchwahlen direkt habe. Also das hier könnte sowas sein wie Ortsvorwahl, dann die Vorwahl für die Firma und eigentlich die Durchwahl, wenn ich am selben Standort bin, ist nur das hier hinten. Das will man manchmal andeuten und dann sagt man, eigentlich kriege ich das nicht als Zahl hin, sondern ich brauche einen String. Und dann brauche ich auch führende Nullen beispielsweise bei einer Telefonnummer. Und das kriegt man mit einem Int normalerweise nicht hin. Aber es ist einfach eine Designentscheidung. Man könnte auch sagen, Personalnummer ist auch ein String. Ja. Okay, also je nachdem, wie rum man es auffasst, ob man sagt, es ist eine Menge oder ein kartesisches Produkt, beim kartesischen Produkt habe ich die Reihenfolge, bei der Menge habe ich nur diese eindeutige Zuordnung, welches Attribut, beziehungsweise welcher Wert ist eigentlich zu welchem Attribut gehörig. Beim kartesischen Produkt muss man aufpassen, dass die Reihenfolge wichtig ist. Also wenn ich jetzt Personalnummer mit Telefon im Kreuzprodukt sehe oder Telefon mit Personalnummer im Kreuzprodukt, gibt unterschiedliche Reihenfolgen und deswegen sind es unterschiedliche Sichten darauf. Beides ist okay, ob Sie jetzt sagen, die Reihenfolge ist mir gleich wichtig oder ich habe nur die Sicht, dass zu einem Attributwert ich genau weiß, welches ist eigentlich das Attribut, zu dem das gehört. Datenbankschema und Zustand und Basisrelation ist jetzt ein zweiter Teil, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Also wir haben jetzt eben gesagt, was sind eigentlich Relationen, Schemata. Wenn ich jetzt eine Menge von Relationen, Schemata habe, also quasi Bezeichner für Tabellen, und frage mich, was ist eine Datenbank, das ist eine Menge von Relationen, Schemata. Die Datenbank selbst, muss man immer so ein bisschen aufpassen, die Menge der Relationen, Schemata ist jetzt also so ein fettes, geschwungenes R. Das hier sind nur nicht fette Rs. Also wenn es fett aussieht, meint man die Menge. Ist oft so, dass man es irgendwie andeutet, indem man muss sich also für irgendeine Notation entscheiden. Wenn es nicht fett ist, dann meint man einzelne Relationenschemata. Die Datenbank selbst ist dann immer ein Zustand, also
Datenbank oder Datenbankzustand benutze ich quasi äquivalent über diesem Datenbankschema. Das Schema ist die Menge der Bezeichner der Relation. Zu den Relationen kenne ich das Schema. Und die Datenbank bzw. der Datenbankzustand ist dann eine konkrete Instanzierung. Also ich habe kleine Relationen, irgendwie Tabellen, die befüllt sind. Da es hier P-Stück gibt, gehe ich davon aus, dass es hier auch P-Stück gibt. Wenn es irgendwie eine nicht gibt, dann passt das Schema nicht zueinander. Und so eine Relation, die es in der Datenbank dann tatsächlich gibt, die heißt Basisrelation. Jetzt können wir fragen, warum heißt die Basisrelation? Das liegt dann so ein bisschen dran, wenn man später mit den Datenbanken arbeitet, kann man auch Relationen ableiten. Sowas wie, aus meiner Mitarbeiterdatenbank gib mir mal eine Tabelle, wo nur die Mitarbeiter drinstehen, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen oder so. Das ist auch wieder eine Relation, die ist aber nicht konkret in der Datenbank gespeichert. Und deswegen nenne ich die nicht Basisrelation, sondern es ist dann die abgeleitete Relation. Wenn ich solche Anfragen beispielsweise stelle, habe ich immer abgeleitete Relationen eigentlich. Außer die Anfrage ist sowas wie, gib mir mal meine Personalnummernliste mit Name, Vorname. Und das ist dann eigentlich die Relation Personal oder so. Ich benutze hier immer diese nicht fetten Buchstaben für, und also diese kleinen lateinischen Buchstaben für konkrete Instanzen, also kleines D für Datenbank, Database, Datenbank D. Und man muss dann aber immer das Schema mit dazugeben. Das ist dann immer so ein fettes, geschwungenes R. Später werden wir natürlich jetzt nicht mal die Bezeichner fett machen, sondern irgendwann ist dann klar, was ist ein Datenbankbezeichner und was nicht in den Formalismen. Aber wenn wir so drüber schreiben, ist immer das Fette eine Andeutung als eine Menge von Sachen, die gesammelt werden. Zu einem konkreten Zustandszeit oder zu einem konkreten Zeitpunkt habe ich einen Zustand, den nennen wir einfach State, wie eben Englisch für Zustand, hatten wir auch vorher schon mal so benannt, am Anfang in der Vorlesung von dem Abschnitt 2, also von dem letzten, vom R-Modell. Und Basisrelationen eben ums Basisrelationen sind die ich konkret in der Datenbank habe, die ich da speichere. Abgeleitete sind dann eben Ergebnisse von Anfragen beispielsweise, also alles, was ich ableiten kann. Beispiel, also wir haben sowas wie Personen, also quasi Personaldatenbank und zu den Personen Telefonnummern und aus irgendwelchen Gründen, können wir später uns nochmal kurz drüber unterhalten, warum, habe ich jetzt gesagt, ich habe zwei Relationsschemata. Eins, wo ich Personennamen und Wohnorte und sowas aufnehme und ein anderes, wo ich die Telefonnummern drin habe. Der konkrete Datenbankzustand, also hier sage ich erstmal nur, was gibt es für Tabellen, wie werden die heißen, Personen und Perstelefon. Und von denen weiß ich hoffentlich auch schon, dass in Personen zum Beispiel drinsteht PA-Nummer, Vorname, Nachname, Postleitzahl und Ort. Und in Perstelefon gibt es PA-Nummer und Telefon. Also in Personen gibt es jetzt sowas wie diese Personalnummer 4711, das ist der Herr Heuer, oder die 5588, ist der Herr Sake, oder die 6834, ist der Herr Korn, und die wohnen halt an unterschiedlichen Orten. Und irgendwie manche von denen haben Telefonnummern, für die 6834 ist hier keine, aber 4711 hat zwei Nummern. Jetzt ist so die Frage, warum habe ich eigentlich die Nummern, die Telefonnummern nicht direkt mit in die Personendatenbank geschrieben? Haben Sie eine Idee? Ja? Genau, also die Antwort ist, wenn jemand zwei Telefonnummern hat, wie 4711, müsste ich entweder zwei Spalten einfügen oder ich sage, ich merke mir halt auch die Personalnummer, Vorname, Nachname, Postleitzahl, Ort zweimal. Wenn ich mir quasi das komplette Tupel verdopple, nur weil es die Telefonnummer dann nochmal gibt, also ich möchte mit einer Telefonnummernspalte arbeiten, habe ich sehr viel redundante Informationen. Wenn ich es so mache, wie Sie sagen, dann habe ich zwei Spalten und bei vielen ist halt die zweite Spalte leer. Ist vielleicht auch nicht so schick, dass die bei den Personen, die nur eine Telefonnummer haben, wenn dann immer die zweite fehlt. Ja, ein bisschen speichereffizienter ist dann also diese Variante, dass ich es auslagere. Das ist dann aber so die Frage, wenn man das Modell im R-Modell hat und in Relationen-Schemata dann umsetzt, ist dann immer die Frage, was bietet sich an zusammenzufassen und was nehme ich lieber auseinander. Kommen wir dann ganz später in der Vorlesung nochmal dazu, wenn wir über Normalform sprechen. Das Ziel bei Normalform ist dann eigentlich immer, Schemata zu generieren, wo möglichst wenig Redundanzen drinstehen und auch möglichst wenig leere Sachen. Aber hier in dem konkreten Beispiel hätte ich erstmal gesagt, sind zwei Tabellen. In der einen merke ich mir nur quasi die Telefonnummern und in der anderen merke ich mir die anderen Daten zu Personen. Die Verknüpfung kriege ich hin über diese Personalausweis oder Personalnummer. Das ist wichtig, das ist also wahrscheinlich der Schlüssel hier, ist jetzt hier noch nicht angedeutet im Schema, aber diese Nummer, die sollte wahrscheinlich irgendwas Künstliches sein. Personalausweisnummer ist ja quasi auch künstlich Ihnen zugeordnet und das ist die Verbindung zwischen den beiden. Also wenn ich die
Telefonnummern von Andreas Heuer kennen will, dann muss ich mit der Personalnummer in der anderen Tabelle sozusagen anfragen. Kommen wir heute auch nochmal vielleicht kurz, zumindest anschneidend dazu, dass wir uns über Schlüssel im Relationenschema nochmal unterhalten. Wer hat es erfunden? Er war es, der Herr Kott. Edgar, wofür das F steht, weiß ich gar nicht genau, hat 1970 einen Artikel geschrieben, Communications of the ACM. ACM ist eine große Organisation für informatikaffine Menschen. A Relational Model of Data for Large Shared Databanks. Relational, das ist also quasi das Wichtige, was uns hier dran erinnert, relationales Modell. Das hat er 1970 geschrieben. Der Artikel ist so 10 Seiten lang. In diesen Communications of the ACM auf 10 Seiten passt da schon einiges. Das ist quasi ein sehr, sehr bekanntes, wichtiges Journal. Also wenn man da einen Artikel platzieren kann, ist schon nicht schlecht. Und das hat er geschafft, weil er so der Erste war, der gesagt hat, naja, diese ganze Datenbank-Denke, die man so vorher hatte, vor 1970, die ist quasi schwierig. Sie erinnern sich so ein bisschen dran, da war viel Maschinenabhängiges und so. Und er hat gesagt, ich abstrahiere von diesen ganzen, wie ist es auf konkreten Maschinen irgendwie implementiert, wo liegen die Daten wie. Ich denke einfach, das sind alles Tabellen. 81, also 11 Jahre später, hat er dann auch den Turing Award dafür bekommen. Das ist quasi so der Nobelpreis in der Informatik. Gibt es jedes Jahr einmal verliehen, so ähnlich wie also Nobelpreise für Chemie, Bio oder Medizin oder sowas. Aber eben kein Nobelpreis, aber ähnliches Preisgeld. Und weil das so fundamental war, das hat man dann schon quasi 81 spätestens erkannt, aber auch schon Mitte der 70er, dass das so einen großen Einfluss hatte, das ist im Prinzip heutzutage ist alles relational oder sehr, 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 sehr viel. Wann immer jemand sagt, wann immer jemand Datenbank sagt, man denkt relational. Es ging auf ihn zurück. So eine kleine Laudatio auf ihn, er hat halt irgendwie, die auf Computer World dann erschienen ist, mal irgendwann, er hat halt gesagt, er war der Erste, der das relationale Modell entwickelt hat und hat dann auch 85, also ein paar Jahre später, 12 Regeln festgelegt, die helfen, dass man schöne relationale Datenbanken entwickelt. Es gibt noch ein paar andere Turing Award Preisträger, die was mit Datenbanken zu tun hatten. Der Erste war der Herr Bachmann, der hatte so ein ja, eher so eine netzwerkorientierte Sicht auf Datenbanken. Er hat schon 73 den Nobelpreis, den Turing Award dafür bekommen. Das war so die Zeit, da gab es die relationale Sicht schon von Kott, aber die hatte sich noch nicht so dramatisch durchgesetzt. Da hat man erstmal gesagt, okay, wir ehren jemanden, der da vorher mal in den 60ern dran gearbeitet hat. Jim Gray, diesen Transaktionsbegriff, den sehen wir manchmal, kommen wir später auch nochmal in der Vorlesung genauer dazu, 98 dann dafür bekommen. Und Michael Stonebreaker, der hat im Prinzip Datenbank konkrete Implementierungsideen gehabt, der dann 2014 auch mal den Turing Award dafür bekommen. Mal sehen, wann der Nächste irgendwie was dafür bekommt. Ist jetzt aber schon wieder eine Weile her, dass das der letzte Mal war, der Herr Stonebreaker. Das Wichtige beim Übergang vom ER-Modell ins relationale Modell ist, dass man sich nochmal vergegenwärtigt, was es eigentlich mit diesen Schlüsseln auf sich hatte. Im ER-Modell war es so, dass ich da einfach meistens wahrscheinlich sage, ich schreibe mal Schlüssel dran und meistens sind das künstliche Sachen. Das war aber in der Modellierung noch gar nicht so wichtig. Da hat man einfach gesagt, irgendwie so ein Schlüssel soll jetzt eindeutig eine Entität, eine konkrete Ausprägung, eine konkrete Instanz einer Entität kennzeichnen. Und wir hatten noch gesagt, andere Integritätsbedingungen sind schwierig im ER-Modell zu modellieren. Man schreibt sie meistens daneben. Außer vielleicht sowas wie Funktionalität. Funktionalitäten hat man auch schon mal als Integritätsbedingungen gekennzeichnet. Wie kriege ich das denn übersetzt ins relationale Modell? Gibt es dafür überhaupt irgendwas? Das wird jetzt so ein Abschnitt sein, wo wir uns mit den Integritätsbedingungen mal ein bisschen beschäftigen. Und hier machen wir es jetzt ein bisschen konkreter und sagen, für eine Datenbank, also Datenbank D, wie gesagt, das ist so eine Menge von Relationsschemata, bedeutet Integrität im Prinzip, dass alles irgendwie korrekt und widerspruchsfrei ist. Also alles in Ordnung, könnte man sich so auf gut Deutsch überlegen. Integritätsbedingungen sagen, wann ist etwas in Ordnung. Da gibt es verschiedene. Es gibt welche, die betreffen die physische Integrität der Datenbank. Das hat also irgendwas mit dem Speichermedien und so, mit der Hardware zu tun. Und es gibt die semantische Integrität. Das hat was damit zu tun, was ich eigentlich modelliert habe und was ich jetzt konkret in meiner Datenbank an Instanzen finden kann. Also physisch ist eher so das, wo man sagt, naja, Hardwarefehler passieren, damit muss ich irgendwie umgehen können. Das muss auch das Datenbanksystem am Ende irgendwie abfedern können, wenn man eine Platte abbraucht oder irgendwie das Netzwerk oder sowas zum zweiten Server nicht mehr funktioniert. Irgendwie muss die Datenbank immer noch sicherstellen, dass alles okay ist. Semantische Integrität ist das, was wir im relationalen Modell jetzt umsetzen wollen. Die physische, damit beschäftigt sich das relationale Modell gar nicht.
Also Integritätsbedingungen, sowas wie alles ist in Ordnung. Man muss dabei so ein bisschen darauf achten, das ist jetzt hier auf der Bemerkungsfolie Reichweite genannt oder man könnte auch Radius oder sowas dazu sagen, dass man bei einer konkreten Integritätsbedingung möglichst wenig Relationen auf einmal mit einbeziehen möchte. Macht es ein bisschen leichter, das dann tatsächlich umzusetzen. Zwischen verschiedenen kommerziellen Datenbankprodukten gibt es auch Unterschiede, was für Integritätsbedingungen die überhaupt unterstützen. Schlüssel kriegen alle hin und so Kardinalitäten eigentlich auch, aber das eigentlich Wichtigste ist für Integritätssicherungen sind sowas wie Trigger. Und das gibt es nicht in jedem kommerziellen Produkt, in den meisten aber schon. Trigger ist sowas, sind quasi softwareumgesetzte, benutzerdefinierte Funktionen, die irgendwie sagen, wenn etwas passiert, also wenn ich eine Gehaltsänderung habe, dann stelle bitte sicher, dass die nur nach oben wechselt. Oder wenn ich ein Buch entleihe, stelle bitte sicher, dass als Datum das abgespeichert wird von dem heutigen Tag, an dem es entliehen wurde. Also sind irgendwie solche Automatismen, die beispielsweise auch dafür sorgen können, dass ich sage, wenn ich bei irgendwem das Gehalt abgedatet habe in der Datenbank, dann gibt es vielleicht irgendwo eine zweite Relation, wo einfach für eine Abteilung die Gehaltssumme beispielsweise aufgelistet wird. Wenn ich jetzt bei einer Person, die in der Abteilung arbeitet, das Gehalt hochsetze, muss auch das abgeleitete Datum die Gehaltssumme für die ganze Abteilung, das Budget vielleicht oder so, neu ausgerechnet werden. Und das kriege ich über Trigger hin. Das also Integrität bedeutet, wenn ich die Summe über die Zahlen bilde, dass dann in der zweiten Tabelle, wo die Summe einfach schon drin steht, dass da immer der aktuelle Wert steht. Wann immer ich ein Gehalt ändere, muss ich auch mindestens bei einer Abteilung die Summe dann ändern. Sowas würde man über Trigger abfedern. Und in den meisten Datenbankprodukten geht das auch heutzutage. Aber Trigger sind ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, um Integrität immer sicherzustellen. Wenn immer irgendwo was passiert, kommt dann so eine Kaskade, die sagt, okay, jetzt muss ich noch was anderes machen. Die physische Integrität, nur kurz erwähnt, deswegen auch hier grau, das kriegt man im relationalen Modell nicht hin. Aber im Prinzip, wo werden Daten gespeichert? Und was passiert bei Fehlern? Also wenn irgendwo Bits umkippen oder so, muss ich da Überprüfsummen sicherstellen, dass ich halt den korrekten Wert wiederherstellen kann oder ich speichere mir einfach nochmal eine Kopie irgendwo, Redundanzen oder so. Das wäre physische Integrität, kriegt man im relationalen Modell schlecht hin, weil das ist einfach nur so ein Denkkonstrukt erstmal. Oder auch sowas wie gleichzeitiger Zugriff, da muss man im konkreten Datenbankprodukt natürlich irgendwie was machen, wenn zwei Leute gleichzeitig irgendwie auf der Datenbank arbeiten wollen, beispielsweise einen konkreten Attributwert ändern, muss man irgendwie sicherstellen, dass es quasi seriell passiert. Gleichzeitig ändern geht ja dann doch irgendwie nicht. Das, was uns mehr interessiert, ist die semantische Integrität, also was sind zulässige Zustände der Datenbank, nicht wie wird es gespeichert und dass da alles okay ist, sondern semantisch bedeutet, wenn ich über die Datenbank im Zustandssinne nachdenke, was ist denn überhaupt zulässig? Welche Beziehungen müssen zwischen den Elementen gelten, die ich oder zwischen den Objekten, die ich drin habe, zwischen den Tupeln, solche Geschichten. Und diese Datenbankmanagementsysteme, also die konkreten Produkte, die Sie kaufen können oder die irgendwie Open-Source-mäßig angeboten werden, die haben also Funktionalität drin, um solche semantischen Integritäten abzusichern. Wann immer ich irgendwie was ändern möchte an der Datenbank, muss überprüft werden, ob ich das darf. Also nicht nur, ob ich die Rechte dazu habe, sondern ob auch beispielsweise die Gehaltsänderung okay ist, wenn es die Integritätsbedingungen gibt, es darf nur steigen, dann kann ich es halt nicht kleiner machen. Wenn Sie nochmal drüber nachdenken, welche Sicht oder welche Ebene das war, wir hatten so dieses Fünf-Schichten-Modell, das ist die Ebene 2, die ist quasi ziemlich weit oben noch am Nutzer dran, aber das ist die Ebene, wo es um Anfragen bzw. Veränderungen der Datenbank geht. Also auf der Ebene würden solche semantischen Integritätsbedingungen typischerweise sichergestellt werden. Es gibt verschiedene semantische Integritätsbedingungen, werteabhängig, operational und strukturell. Wir gucken uns jetzt mal der Reihe nach kurz an, was bedeutet. Also in diesem Schema, auch hier würde man sowas sagen, ist im Prinzip eine Taxonomie. Ne? Semantische Integrität ist ein Teil von Datenbankintegrität, könnte also so eine Ist-Beziehung sein, wenn ich das Ganze im R-Modell modellieren sollte. Und werteabhängige oder operationale Integrität ist wieder ein Teil der semantischen. Hat also nichts mit der Hardware zu tun, sondern mit der Modellbildung. Wenn ich also werteabhängig irgendwie Integritätsbedingungen aufstelle, dann überprüfe ich immer für einen konkreten Zustand, ist der okay? Sind die Werte, die in dem konkreten Zustand gelten, also die ich gerade sehe als Ausprägung, sind die okay? In dem Moment, den ich sozusagen so wie eingefroren mir betrachte. Und operational ist immer der Übergang von einem Zustand zum anderen. Wenn ich was ändere an der Datenbank, ist das erlaubt, was ich da vorhabe? Ich möchte das Gehalt verringern, nein, ist nicht erlaubt, darf ich nicht machen. Also solche
Werteabhängige Integrität, ein konkreter Datenbankzustand, operational Übergang zwischen zwei Zuständen. Ist das erlaubt, was ich da vorhabe? Werteabhängig, also Aussagen darüber, wie Werte irgendwie zusammenhängen zwischen bei Datenelementen und beschränkt im Prinzip so ein bisschen was, was ich an erlaubten Teilmengen habe. Also dass ich sowas habe wie beispielsweise Postleitzahlen. Wenn ich die als Int-Werte ablege, kann ich keine führenden Nullen haben, aber dann ist halt die kleinste Postleitzahl, die erlaubt ist, die 1000, weil das dann die 01000 ist. Also Postleitzahlen gehen nur von 1000 bis 9999, sowas. Das wäre eine Integritätsbedingung. Ich habe keinen einfachen Datentyp dafür. Ich sage, das sind irgendwie Zahlen. Als Integritätsbedingung muss ich aber immer sicherstellen, dass keine Postleitzahl wie 3 Millionen existiert oder so, weil die es nicht gibt bei deutschen Postleitzahlen zumindest. Das ist was Lokales, das kann ich also auf einem konkreten Tupel überprüfen. Es gibt aber auch sowas wie globale Relationen, dass ich sowas habe wie zum Beispiel die Gehaltssumme von einer Abteilung oder von einem Standort meiner Firma, die darf das Budget nicht überschreiten, was ich dafür habe. Also ich habe ein Personalbudget in irgendeiner Tabelle, beispielsweise hier in der Tabelle Produktion, steht für den Standort Neuss beispielsweise sowas wie 44,3 Millionen. Und wenn ich jetzt hier in der Personaltabelle alle die nehme, die irgendwie von dem Standort sind und die Gehälter zusammen addiere, dann darf ich diesen Wert nicht überschreiten. Das wäre eine globale Integritätsbedingung. Globale wertabhängige Integritätsbedingungen. Ich kann es für einen konkreten Datenbankzustand überprüfen, aber ich muss in mehrere Tabellen schauen. Das meint man hier mit global. Also muss nicht alle Tabellen oder alle Relationen mir anschauen, aber ich muss in mehrere schauen. Wohingegen bei einer lokalen wertabhängigen Integrität ich einfach nur schaue, ist der konkrete Wert, den ich für die Postleitzahl da sehe, gerade erlaubt. Also hier sowas wie, wenn ich die alle zusammen addiere, in dem Fall hier ist es noch deutlich unter den 44,3, aber es gibt wahrscheinlich noch mehr Mitarbeiter in dieser Personaldatenbank, die dann zusammen addiert irgendwie ein Gehalt haben. Und es darf dieses Budget halt nicht überschreiten. Operational, also lokal nicht mehr, sondern ich frage jetzt, operational bedeutet nicht mehr wertabhängig, ich gucke in einem konkreten Zustand drauf, sondern operational sagt, ich habe einen konkreten Zustand und habe eine Aufforderung, etwas in einen anderen Zustand zu überführen, darf ich das? Ist der Wert, den ich dann danach festlegen will, oder diese Änderung des Werts, ist die denn erlaubt? Damit frage ich nicht nur, ist das Gehalt zulässig als irgendwie einen Wert, der größer ist als 0, sondern ich frage, ist der Übergang erlaubt, beispielsweise aus dem alten Gehalt das neue zu machen? Wenn das neue kleiner ist, darf ich es nicht, falls das die Integritätsbedingungen waren. Im Prinzip überwache ich also Operationsausführungen auf der Datenbank mit solchen operationalen Bedingungen. Und typischerweise würde man sowas in so einem Transaktionskonzept, das hatten wir jetzt schon mal gesehen bei den Turing Awards, dass man so sagt, okay, ich darf so eine Operation nur durchführen, wenn ich operationale Integrität sicherstelle. Ansonsten wird das überhaupt nicht ausgeführt, auch wenn damit noch irgendwas anderes zusammenhängt. Es gibt also im Prinzip Vor- und Nachbedingungen. Vorher habe ich ein gewisses Gehalt, danach habe ich ein gewisses Gehalt. Beide Werte sind größer als 0, ist erstmal erlaubt, aber ich frage noch, ist der Zusammenhang, dass es danach größer ist als vorher, ist der denn erfüllt beispielsweise? Was anderes könnte sein, das hatte ich heute auch schon mal gesagt, sowas wie ledig verheiratet oder ledig verwitwet oder so, das geht halt nicht. Ledig zu verheiratet geht, aber ledig direkt zu geschieden oder ledig direkt zu verwitwet geht nicht, weil ich zwischendrin mindestens mal Familienstand verheiratet gehabt haben muss. Ansonsten ist das nicht erlaubt. Macht semantisch dann in der realen Welt keinen Sinn. Das will ich mit solchen Integritätsbedingungen dann hier in dem Fall operational sicherstellen. Oder sowas wie, das Gehalt darf nur steigen. Wenn ich sage, irgendwie gab es einen Zeitpunkt T und zum nächsten Zeitpunkt meiner Datenbank muss ich dann, falls Gehaltsveränderungen aufgetreten sind, alle überprüfen und sagen, okay, aus 66 ist 67.000 geworden, aus 56 ist 59.000 geworden, okay. Aus 67 ist 67 geworden, ist zumindest nicht kleiner geworden, alles okay. Also ich habe zwei Gehälter nach oben korrigiert, das andere habe ich nicht nach unten korrigiert, also der Übergang, der war in Ordnung. Integrität ist gesichert. Der Zustandsübergang war korrekt oder in Ordnung. Strukturelle Integrität ist jetzt was, wo wir uns mit dem Schlüssel nochmal beschäftigen werden. Also wir hatten gesagt, beim ER-Modell im Prinzip Schlüssel sind Attribute, die so eine Entity, eine konkrete Entity-Instanz eindeutig kennzeichnen, so ähnlich ist es auch im relationalen Modell. Und mit Schlüsseln kann ich dann aber auch zwischen verschiedenen Relationen bestimmte Zusammenhänge herstellen, die sogenannte referenzielle Integrität. Was sind Schlüssel im Relationenmodell? Es ist erstmal eine Teilmenge der Attributmenge. Also wir nennen das mit dem kleinen griechischen Buchstaben Kappa, der sieht so aus wie K, wie Key, also abgeleitet von dem englischen Key, nennen wir hier diesen Buchstaben Kappa.
Eine Attributmenge, die Teilmenge eines Relationenschemas ist, sage ich, das ist eine identifizierende Attributmenge. Falls, und jetzt ist hier so ein bisschen formalerer Ausdruck, aber falls ich für alle zwei Tupel, die unterschiedlich sind, mindestens ein Attribut habe, was Teil des Schlüssels ist, wo die Wertausprägung unterschiedlich ist. Also wann immer ich zwei Tupel anschaue, die zwei unterschiedliche Tupel in meiner Relation sind, muss mindestens ein Attributwert für ein Schlüsselattribut unterschiedlich sein. Es darf nicht zwei Tupel geben, die genau die gleichen Werte auf allen Schlüsselattributen haben. Dann sage ich, so eine Attributmenge ist erstmal eine identifizierende Attributmenge und da gibt es vielleicht nicht nur eine von, das war auch im R-Modell so, es könnte mehrere geben. Ein Schlüssel ist dann jetzt eine identifizierende Attributmenge, die minimal ist, wo ich jetzt nicht noch ein Attribut weglassen kann. Normalerweise ist es so, eine identifizierende Attributmenge ist beispielsweise die Menge aller Attribute für so ein Relationsschema. Ansonsten hätte ich zwei gleiche Tupel, das wäre irgendwie komisch. Redundanzen solcher Art möchte man nicht. Aber das ist typischerweise nicht minimal. Typischerweise ist die Menge aller Attribute zu nehmen nicht minimal. Meistens gibt es sowas wie so eine künstliche Nummer, ID oder so, oder irgendwie was anderes, was identifizierend ist und dann aber weniger Attribute enthält als alle. Dazu sage ich Schlüssel oder Schlüsselkandidaten, davon kann es mehrere geben. Also wenn ich sage, ich kann keins der Attribute mehr weglassen, davon kann es mehrere für so eine konkrete Relation, für so ein konkretes Relationsschema geben. Und von diesen Kandidaten oder Schlüsseln wähle ich jetzt einen aus und den, den ich auswähle, den nenne ich jetzt Primärschlüssel, also den mir wichtigsten Schlüssel. Die Attribute, die nenne ich dann Primattribute. Hat jetzt nichts mit Primzahlen und Teilbarkeit zu tun, sondern Prim im Sinne von Primär, die sind Teil vom Primärschlüssel. Und Integrität, Schlüsselintegrität für ein Relationsschema heißt jetzt erstmal nur, es muss für jedes Relationsschema ein Schlüssel ausgezeichnet sein, ein Primärschlüssel. Also es muss einen geben. Wenn ich jetzt beispielsweise durch sowas wie in einer Personaldatenbank Name, Vorname, Geburtsdatum oder so, könnt ihr ein Kandidat sein, aber ich stelle fest, rein sachlogisch, könnte auch zwei Personen mit demselben Namen geben, die zum selben Tag geboren wurden, aber zwei unterschiedliche Personen sind, führe ich lieber einen künstlichen Schlüssel ein, sowas wie eine Personalnummer oder eine ID. Also rein sachlogisch würde man immer überlegen, gibt es irgendwie eine Teilmenge meiner Attribute, die ich modelliert habe, die schon an sich Schlüssel sind. Meistens ist es aber so, dass man dazu übergeht zu sagen, ich führe nochmal was Künstliches dazu ein. Also einen von diesen Kandidaten oder einen von diesen Schlüsseln, den zeichne ich aus und sage, das ist jetzt mein Primärschlüssel. Den muss es geben. Wenn man sich hier das Konkrete mal anschaut, ich habe jetzt hier mal zwei hingeschrieben, Beispiele in dieser Konkreten könnten Vorname, Nachname, Familienname sein, könnte auch die Personalnummer sein. Was würden Sie sagen, rein sachlogisch, was könnte sinnvoller sein? Beziehungsweise vielleicht als erstes die Frage, gibt es noch andere? Was könnten noch Schlüsselkandidaten hier sein? Wenn Sie sich diese konkrete Relation hier anschauen, die hier oben, die hat 2, 4, 6, 7 Einträge. Was könnten denn Schlüssel hier eigentlich erstmal alles sein? In dieser konkreten Ausprägung erstmal. Wenn man nur genau auf die drauf schaut und sagt, okay, könnte Vorname allein ein Schlüssel sein? Sie schütteln den Kopf, warum? Andreas kommt doppelt vor, okay. Könnte Nachname ein Schlüssel sein? Soll man genau hingucken. Könnte sein. Ne? Da muss ich noch was einbauen, sodass es nicht mehr so ist, weil hier steht Vorname, Nachname ist ein Schlüsselkandidat. Das ist Quatsch. Schlüsselkandidat muss ja schon minimal sein. Was würden Sie sagen, wenn Sie drauf gucken, was könnte es noch sein? Könnte Postleitzahl ein Schlüssel sein? Ja? Ah, okay, da gibt es welche, die kommen mehrmals vor, beispielsweise die 18209, genau. Ort, das sehe ich sogar selber, dass MD zweimal vorkommt. Wie sieht es aus bei der Straße? Also sind alles Abkürzungen für Straßen irgendwie, wahrscheinlich. J.
scheint keine mehrmals vorzukommen, oder? Könnte auch, also ein Kandidat sein, Hausnummer sogar, könnte auch einer sein. Geburtsdatum könnte auch einer sein. Also so rein, wenn man jetzt auf diese konkrete Instanz der Tabelle schaut, gibt es eine ganze Menge Schlüsselkandidaten. Sachlogisch sprechen jetzt aber ein paar Sachen dagegen, beispielsweise die Hausnummer zu nehmen. Warum sollte die Hausnummer jetzt ein Schlüssel für meine Personaldatenbank sein und dann jemand nochmal irgendwie in einer anderen Straße dieselbe Nummer zieht, macht keinen Sinn. Also man muss nicht nur von dem konkreten aktuell vorliegenden Zustand ausgehen, den man gerade modelliert, beispielsweise ist es irgendwie ein Startup mit 7 Mitarbeitern, sondern man muss fragen, was kann denn später noch passieren? Vorname, Nachname, Geburtsdatum, selbst das zusammen könnte irgendwie später dazu führen, dass ich 2 Personen habe mit selben Namen. Wenn ich irgendwann ein Riesenkonzern bin mit 100.000 Mitarbeitern oder so, dann könnte es sein, dass das kein guter Schlüssel mehr ist. Und dann ist es immer blöd, wenn ich mein ganzes Datenbankkonzept irgendwie umwerfen muss. Also führe ich lieber gleich sowas wie Personalnummer ein. Den würde man auch im Relationenschema unterstreichen, das sieht man jetzt hier nicht besonders gut. Personalausweisnummer oder PA-Nummer, können Sie sich unterstrichen vorstellen, sieht man hier nicht gut, weil da sowieso ein Strich unter allen drunter ist. Aber wenn Sie es selber zeichnen, machen Sie einen Strich so, dass man gut sieht. Man würde ihn durch Unterstreichen, so wie im R-Modell, quasi kenntlich machen. Und typischerweise ist es sowas Künstliches, was man dann irgendwie erzeugt hat. Fremdschlüssel und referenzielle Integrität ist also eine zweite Art, Integrität zu sichern und hat irgendwas mit Schlüsseln zu tun. Also ich habe irgendwie 2 Relationen über 2 Schemata, R1 und R2, beziehungsweise die konkreten Relationen sind dann eben R1 für das große R1 und R2 für das kleine R1. Und ich habe einen Primärschlüssel in R1. Also ich kenne den Primärschlüssel in R1. Das ist also eine Attributmenge, aus der kann ich nichts mehr weglassen. Die ist also identifizierend und ich kann nichts mehr weglassen, also minimal. Die kenne ich in R1. Und wenn ich jetzt eine Teilattributmenge von R2 kenne, die nennen wir mal Alpha, ist also eine Teilmenge der Attribute von R2, das hier ist einfach nur eine Menge von Attributen, und ich möchte sagen, dass das ein Fremdschlüssel ist. Was soll das bedeuten? Dann muss ich erstmal sagen, Fremdschlüssel bezüglich was? Also ich zeichne die Attributmenge aus, sage in welcher Relation, in welchem Schema, also in R2, bezüglich eines Schlüssels, in dem Fall des Primärschlüssels von R1, dann muss was gelten, nämlich, dass es für alle Tupel aus dieser zweiten Relation, wo das Fremdschlüsselding sein soll, immer mindestens, dann muss es immer ein Tupel geben in der anderen Relation, wenn ich auf diese Attributmenge projiziere, sodass es eindeutig ist. Also diese Attribute, die Ausprägungen, die ich für die Schlüssel hier und für die Attributmenge hier sehe, das sollen dieselben sein. Also im Prinzip sind die Werte gleich. Ich kann aber die Bezeichner ändern, sagt das hier. Alpha könnte jetzt also beispielsweise Geburtsdatum als Datum bezeichnen. Und im Fremdschlüssel heißt das ein Datum, was ich im Originalschlüssel als Attribut Geburtsdatum genannt habe. Also es bedeutet, die Bezeichner können unterschiedlich sein, die Werte sollen aber immer gleich sein. Für jedes, wenn ich es hier in dieser zweiten Relation auf diese Attributmenge projiziere und nur auf die Werte schaue, dann muss es auch so ein Tupel geben in der ersten Relation, wo genau dieselben Werte drinstehen. Die Tupel müssen aber nicht alle unterschiedlich sein. Also hier kann es mehrere geben, die dieselbe Ausprägung haben. Das muss aber eine Teilmenge von denen sein, wenn ich also in der ersten Relation auf den Schlüssel projiziere und in dem zweiten auf den Fremdschlüssel projiziere, dann müssen die Werte, die ich sehe, eine Teilmenge von dem sein, was ich in der ersten gesehen habe. Dazu sage ich referenzielle Integrität. Und wozu ist das wichtig? Naja, manchmal ist es wichtig, um beispielsweise zwischen diesen, wir hatten diese Relation gesehen, Personaldatenbank, also Personalrelation, wo einfach Vornamen, Nachnamen, Geburtsdaten oder sowas drinstehen und den Telefonnummern. Und für die Telefonnummern hatte ich als Fremdschlüssel die Personalnummer wieder genommen. Und dann muss ich feststellen können, beziehungsweise sicherstellen, dass es keine Telefonnummern gibt zu einer Personalnummer, die ich in der Personaltabelle gar nicht habe. Und manchmal will ich aber auch sowas Umgedrehtes sicherstellen, dass jede Personalnummer tatsächlich eine Telefonnummer hat. Aber eigentlich referenzielle Integrität sagt, in der Datenbank, wo ich diesen Fremdschlüssel benutze, also einen Primärschlüssel von einem anderen Attribut, möchte ich sicherstellen, dass es keine Werte gibt, die es in der anderen Tabelle nicht gibt. Also ganz wichtig ist, dass ich das zusammenfasse und sage, etwas ist ein Fremdschlüssel in einer Relation bezüglich welches Schlüssels welcher anderen Relation. Einfach nur zu sagen, es ist ein Fremdschlüssel, reicht nicht aus, sondern ich muss immer noch sagen, worauf beziehe ich mich. Und damit können wir dann noch so ein paar Integritäten sicherstellen, mit der wir uns dann nächste Woche genauer beschäftigen. Nochmal ganz kurz die Erinnerung, wo wir gerade sind, mitten im Teil zur
zum relationalen Entwurf. Also wir wollen das, was wir im R-Modell modelliert haben, grafisch durch Boxen und Kanten und so weiter, in tatsächlich Relationen übersetzen und am Ende im Prinzip sehen, dass das gut zusammenpasst, aber dass man eben ein paar Sachen beachten muss, wenn man bestimmte spezifische Entity-Typen oder Beziehungstypen oder sowas in dann tatsächlich Relationen oder eben intuitiv in Tabellen übersetzt. Auf dem Weg dahin waren wir noch so ein bisschen in dem Abschnitt, wo wir uns mit den ganzen Konzepten beschäftigen, die wir in dem relationalen Modell brauchen. Das war so ein bisschen formaler, aber das macht es dann am Ende leichter, so genau drüber sprechen zu können. Und stehen geblieben waren wir dann vor 2 Wochen ungefähr auf der Folie, wo es darum geht, dass wir schon wissen, okay, es gibt Schlüssel für Relationen, genauso wie es Schlüssel für die Entity-Typen in dem ER-Modell gab. Das wird dann am Ende auch einander entsprechen. Im relationalen Modell sind aber auch Fremdschlüssel noch ein ganz wichtiges Konzept, um gewisse Integritätsbedingungen abzusichern. Integrität, Sie erinnern sich, sind Bedingungen, die dafür Sorge tragen, dass die Datenbank immer in einem okayen Zustand ist. Also dass alle Sachen, die irgendwie als Bedingungen gelten, dann tatsächlich auch in der Datenbank eingehalten werden. Fremdschlüssel wollten wir jetzt sagen, wir haben zwei Relationen, beziehungsweise zwei Relationen zu zwei Schemata und in den Schemata gibt es eben Attribute. Für das eine Schema wissen wir, dass dieses kleine Kappa, das ist das kleine griechische K sozusagen, wenn es so ein bisschen aussieht wie Key-Schlüssel, ist das kleine Kappa ein Primärschlüssel. Und wenn wir jetzt sagen, in R2 gibt es dann einen Fremdschlüssel bezüglich Kappa, also Kappa ist der Schlüssel für Relation R1, und in R2 gibt es dann einen Fremdschlüssel, sage ich, wenn die Attribute in R2, also die haben wir dann Alpha genannt, wenn ich auf die projiziere, also nur diesen Teil anschaue, für jedes Tupel, für das ich mir nur diesen Teil anschaue, für diese konkreten Attribute, vielleicht 3 Stück, dass ich dann immer eine Teilmenge von den Werten sehe, die ich für dieses Kappa, also für den Schlüssel in der anderen Relation sehe. Also Fremdschlüssel bedeutet, dass ich nichts anderes sehen darf, als das, was eigentlich in der Originalrelation steht, für diese konkreten Attribute. Jetzt steht hier schon drüber, dass das im Prinzip referenzielle Integrität sichert. Damit kann ich also sowas sagen wie, zu jedem Ding in der einen Relation soll es irgendwie höchstens was in der anderen Relation geben. Und diese Referenz soll dann der Schlüssel darstellen. Also die Attribute des Schlüssels sind dann Fremdschlüssel in der anderen Relation. Und wenn ich dann eine konkrete Instanz habe, einen konkreten Eintrag in der Tabelle oder ein konkretes Entity, dann kann ich das über den Schlüssel ansprechen in der einen Relation und zu diesem Schlüssel weiß ich dann, gibt es in der anderen Relation dann gegebenenfalls einen Verweis, also eine Referenz. Aber in der Relation, wo ich den Fremdschlüssel benutze, darf es auf jeden Fall nichts für diese Attributkombination an Werten geben, die es in der Originalrelation nicht gibt. Also kann ich so sicherstellen, dass es höchstens etwas in der Relation R2 gibt, wenn es dazu auch ein passendes Tupel in R1 gibt. Das soll so diese Referenz sicherstellen, ohne dass ich Zeiger setzen muss, also so aus Programmiersprachen oder so, wo ich irgendwie irgendwo hinzeige, das mache ich hier quasi, indem ich diesen Schlüssel benutze. Mit dem Schlüssel identifiziere ich so ein Entity, beziehungsweise so eine Instanz eindeutig und wenn ich diesen Schlüssel dann benutze, also nur den Schlüssel und die Attributwerte davon, dann kann ich auf dieses Entity, auf dieses Ding der realen Welt tatsächlich referenzieren. Das werden wir mit dem Fremdschlüssel benutzen und das wird auch in vielen Übersetzungen aus dem R-Modell in das relationale Modell sehr wichtig sein, dass ich dann sage, okay, was benutze ich denn als Referenz, um sicherzustellen, dass ich nicht plötzlich irgendwie was in Tabellen eintragen kann, was da gar nicht hingehört. Schauen wir uns dann später heute auf späteren Folien nochmal an, aber dafür ist es wichtig, dass wir das Konzept erstmal sehen. Also grundsätzlich Schlüssel, ich habe konkrete Attributwertkombinationen und nur zu denen darf ich in der zweiten Relation auch was finden, wenn ich das als Fremdschlüssel benutze. Fremdschlüssel ist aber auch immer wichtig, dazu zu sagen, auf was der sich bezieht. Also ich kann nicht einfach nur sagen, Alpha ist Fremdschlüssel, könnten ja anders benannt sein, die Attribute, sondern ich muss sagen, Alpha ist ein Fremdschlüssel bezüglich des Schlüssels so und so in Relation R1. Es ist immer wichtig, dass man beides dazu sagt. Außer die Attribute heißen wirklich, haben identische Namen, was man nicht immer sicherstellen kann, dann kann ich tatsächlich sagen, das sind die Attribute, sie sind da der Schlüssel. Ganz wichtig ist also zu sagen, Alpha ist in R2 bezüglich welches Schlüssels Kappa in R1. Also es ist wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält,
Bei einem Fremdschlüssel muss ich immer sagen, worauf der sich bezieht. Ich kann nicht einfach nur sagen, es ist ein Fremdschlüssel. Wenn man sich das Ganze optisch ein bisschen oder visuell ein bisschen näher bringen will, also es könnte sein, dass ich drei Attribute habe, die sind Schlüssel in R1, also A1, A2 und A3, alle drei zusammen sind der Schlüssel. Und ich habe auch drei Attribute in R2, da heißen die aber B1, B2 und B3, aus irgendwelchen Gründen. Jemand hat halt gedacht, beim Modellieren die Namen A1, A2, A3 passen in R2 nicht so gut, dann nennen wir die Sachen B. Aber wenn ich sage, die hier, B1, B2, B3, sind Fremdschlüssel bezüglich A1, A2, A3, dann habe ich so eine Zuordnung. Dann weiß ich, okay, vielleicht muss ich nur sagen, korrespondiert jetzt B1 mit A1, B2 mit A2, B3 mit A3. Aber ich sage auf jeden Fall, das sind die Attribute, die den Fremdschlüssel darstellen. Was es jetzt nicht geben darf, ist also irgendwas hier in dieser Relation R2, was nicht auch in Relation R1 steht. Das soll dieses Schraffierte hier darstellen. Alles, was hier an konkreten Attributausprägungen in R2 existiert, für die Kombination B1, B2, B3, muss es auch in R1 geben. Es darf hier nichts geben in R2, was es hier in R1 nicht gibt. In R1 darf es natürlich aber Sachen geben, die sind hier nicht schraffiert, die es in R2 dann nicht gibt, wo es keine Entsprechung dafür gibt, für dieses Tupel aus R1. Also damit will man so sicherstellen, dass in R2 nichts existieren darf, was es nicht auch in R1 gibt. Warum macht das Sinn? Naja, es gibt verschiedene Zusammenhänge, wo man das über Integritätsbedingungen gerade sicherstellen will, dass man in einer anderen Relation nichts einfügen darf, für das es nicht eine Entsprechung gibt. Kommen wir gleich nochmal zu ein paar Beispielen. Aber ganz grob kann man sich visuell so vorstellen, alles, was es hier gibt an Attributkombinationen für diese Fremdschlüsselattribute, muss es auch in R1 geben. Aber in R1 darf es noch mehr geben. Ja, das ist im Prinzip nochmal ein bisschen Erläuterung dazu, was wir gerade uns so ein bisschen überlegt haben. Wichtig also immer, dass man die Fremdschlüsselbeziehung explizit macht und sagt, bezüglich welcher Attribute und welches passt zu welchem, also B1 zu A1 oder vielleicht passt ja B1 zu A2 und dann B2 zu A1 oder so, das sollte man immer dazu sagen, damit das irgendwie klar ist, wenn die Bezeichnungen nicht identisch sind. Und ansonsten hilft mir diese Fremdschlüsselgeschichte, Bedingungen zu überprüfen, wenn ich was einfüge oder lösche, ob es dann noch Entsprechungen in der anderen Relation gibt. Und damit kann ich dann immer zu konsistenten Datenbankzuständen kommen, also wo nicht plötzlich irgendwie etwas schief läuft. Integrität bedeutet ja immer so viel wie alles ist okay. Gucken wir uns ein Beispiel an. Wieder irgendwie was mit Personaltabelle. Also ich habe irgendwie Personen, für die merke ich mir Vorname, Nachname, Postleitzahl und Wohnort und so weiter. Die Tabelle hatten wir schon mal gesehen. Die haben in ihrer Personentabelle jeweils noch einen Schlüsselattribut PA-Nummer, also wahrscheinlich irgendwas künstlich Erzeugtes. Eine Nummer, die vielleicht fortlaufend ist oder irgendwie als Hash aus irgendwas generiert wurde oder so. Und jetzt will ich mir zusätzlich noch zu den Personen Telefonnummern speichern. Es kann aber sein, in der Welt, die ich simuliere oder die ich modelliere, dass jemand mehrere Telefonnummern hat oder auch gar keine. Wenn ich jetzt zu jeder Person immer diesen ganzen Eintrag, also zum Beispiel zum Herrn Heuer hier, diesen Eintrag irgendwie wiederhole, weil der mehrere Telefonnummern hat, wäre es ein bisschen ungünstig, weil ich dann Daten redundant speichere. Was offenbar auch bei der Designentscheidung als ungünstig empfunden wurde, ist zu sagen, ich hänge einfach Spalten hinten dran. So viele Telefonnummern, wie jemand haben kann, 5 Stück oder so, hänge ich an jedes Tupel 5 Spalten dran. Das würde dazu führen, dass Leute, die vielleicht nur eine Telefonnummer haben, dann sehr viele Nullwerte in der Tabelle stehen haben, dass irgendwie Platz verschwendet ist. Fand man also nicht gut beim Modellieren, sondern hat gesagt, okay, mach mal einfach eine neue Telefontabelle dann auf. Pers-Telefon genannt, da sind die Telefonnummern gespeichert. Sonst nichts, aber was ich benutze als Verweis auf die Person, ist das Schlüsselattribut. Also PA-Nummer hier in Pers-Telefon ist Fremdschlüssel bezüglich PA-Nummer in Person. Passt also sogar vom Bezeichner hier. Macht meistens Sinn, den Bezeichner identisch zu wählen, sodass die Beziehung, diese Referenz klarer ist. Hier in dem Fall ist es also direkt klar, dass man diese Bezeichner identisch gewählt hat. Und diese PA-Nummer hier ist Fremdschlüssel bezüglich der PA-Nummer hier. Und man kann auch gleich sehen, PA-Nummer in Pers-Telefon ist kein Schlüssel bezüglich Pers-Telefon. Also Fremdschlüssel müssen nicht Schlüssel sein. Es gibt ja zum Beispiel 2 Tupel, ja sogar 3 mit 4711 und 2 Tupel mit 5588 als PA-Nummer.
Das Einzige, was ich weiß, ist, es ist Schlüssel in einer anderen Relation, dadurch, dass es ein Fremdschlüssel ist. In der anderen Relation wird es nur genau ein Tupel mit dieser PA-Nummer 4711 geben. Was ich damit spare, ist halt ein bisschen Speichern. Also ich führe jetzt keine extra separaten Spalten in der Relation Personen ein für verschiedene Telefonnummern oder so. Und ich füge jetzt auch nicht einfach nur eine Spalte ein, wo ich eine Telefonnummer speichere, weil dann jemand, der mehrere Telefonnummern hat, automatisch den Rest der Tupel-Einträge kopiert bekommt. Redundanz ist meistens was, was man vermeiden möchte. Die einzige Redundanz, die ich jetzt hier sozusagen habe, ist, dass ich diesen Fremdschlüssel wieder benutze. Also dass ich das Attribut PA-Nummer mehrmals benutze. Aber das brauche ich wirklich, um klarzumachen, was gehört wozu. Also im Prinzip so eine Art Verweis auf die andere Relation, von Pers-Telefon auf Personen. Also nochmal ein bisschen zusammengefasst, PA-Nummer ist Schlüssel in Personen. Man könnte auch noch irgendwie mehr dazu nehmen, aber es ist halt so ein künstlicher Schlüssel gewesen. In Pers-Telefon ist PA-Nummer aber kein Schlüssel, sondern da brauche ich die Telefonnummer noch mit dazu. Die Telefonnummer alleine könnte gegebenenfalls Schlüssel sein, aber ich kann ja nicht verhindern, dass vielleicht zwei Leute im selben Büro sitzen. Also rein aus logischer Sicht würde ich auch nicht die Telefonnummer alleine als Schlüssel benutzen. Wenn das irgendwie eine Mitarbeiterdatenbank ist oder so, es könnte ja sein, dass sich manche Leute im Büro teilen, dann haben die vielleicht auch dieselbe Telefonnummer. Also braucht man beides zusammen als Schlüssel in der Relation per Telefon. Und PA-Nummer ist aber ein Fremdschlüssel und bezieht sich auf das Attribut mit derselben Bezeichnung in der Relation Person. Was ich jetzt beobachten muss, ist also, dass für alle Tupel in Pers-Telefon gilt, dass es ein Tupel gibt in der anderen Relation, in Person, für das die PA-Nummer identisch ist. Also gehen wir nochmal der Reihe nach durch. 4711 habe ich auch hier oben. 4711 nochmal, brauche ich nicht nochmal überprüfen. 5588 habe ich auch hier oben. Also habe ich auch korrekt. Und dann gibt es noch die 4x9, habe ich hier unten. Also tatsächlich passt das. Wenn ich jetzt hier unten noch sowas wie 0815 drin hätte, wäre die referenzielle Integrität verletzt, weil ich hier oben keine 0815 drinstehe. Also es kann immer überprüft werden, ob tatsächlich diese Bedingung gilt, dass es hier unten bei dem Fremdschlüssel nur konkrete Attributausprägungen gibt, die es auch hier oben tatsächlich als Eintrag gibt. Das sichert mir die referenzielle Integrität. Ich kann nicht unten plötzlich eine Telefonnummer für eine Person haben, die es gar nicht gibt in meiner Personenrelation. Ja, in dem konkreten Datenbankzustand könnt ihr also fragen, ist das hier eine Teilmenge von dem? Ich habe es jetzt gerade eben schon für jede einzelne Telefonnummer überprüft, aber ja, also ich habe hier vorne den Eintrag 4711, hier die 5588 und hier die 4x9. Also passt in dem Zustand hier, passt der tatsächlich die referenzielle Integrität. Ansonsten, wenn man jetzt irgendwie versuchen würde, in der Relation per Telefon einen Eintrag für 0815 anzulegen, würde das Datenbanksystem sagen, oh, das geht nicht. Ich muss dafür Sorge tragen, dass referenzielle Integrität gesichert wird. Es gibt kein entsprechendes Tupel in Person. Geht nicht. Also quasi so eine Art Compilerfehler, der sagt, sondern Laufzeitfehler, in dem Moment, wo ich das versuche anzulegen, geht nicht. Referenzielle Integrität ist verletzt. Kann ich nicht machen. Lehne ich ab. Und dann muss man eben überlegen, was man macht. Gegebenenfalls muss man also erst, wenn ich eine neue Telefonnummer für jemanden anlegen will, muss ich eben erst tatsächlich den Eintrag in der Personenrelation anlegen. Also angenommen, wir haben so zwei Relationen, R1 und R2, und wir wissen, das Kappa aus R1 ist ein Fremdschlüssel in R2. Jetzt möchte ich gewisse Fälle mal durchgehen, was passieren kann, um referenzielle Integrität tatsächlich sicherzustellen. Also wann kann es Sinn machen, referenzielle Integrität tatsächlich sicherzustellen? Na, zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte in R2 was einfügen, also das, wo ich den Fremdschlüssel habe, möchte einen Tupel einfügen mit einem Verweis auf einen Tupel in R1, was es gar nicht gibt. Also ich will irgendwie einen Fremdschlüsselwert benutzen, den es gar nicht als Schlüsselwert gibt. Dann könnte das Datenbanksystem sagen, okay, ich schlage vor, automatisch einen Eintrag in der Relation R1 anzulegen. Also angenommen, ich will eine Telefonnummer für eine nicht existierende PA-Nummer anlegen, sagt das Datenbanksystem erstmal, ich lehne das ab. Aber ich hätte einen Ausweg, leg doch einen Tupel in der Relation Person an. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch eine Telefonnummer für die entsprechende Person anlegen. Sowas würde man im Lehrbuch dann irgendwie als Cascading Insert oder sowas finden. Also sowas wie nach oben aufsteigende Insert-Kaskade. Also wenn ich unten, quasi in der, wo der Fremdschlüssel benutzt wird, was einfügen will,
für das ich keine konkrete Ausprägung in der anderen Relation finde für den Fremdschlüssel, dann muss ich erst oben was einfügen, damit ich unten was machen kann. Also ich kaskadiere so nach oben. Damit kann ich sicherstellen, dass es nicht plötzlich irgendwie Telefonnummern für Leute gibt, die nicht existieren. Beispielsweise. Oder ich könnte sagen, ich habe sowas wie eine Kundendatenbank und ich möchte sicherstellen, also Kundendatenbank ist vielleicht R1, da merke ich mir, was die Leute so für Adressen haben und keine Ahnung, wann die vielleicht noch was bei mir hinterlegt haben als Kontonummer oder so, von der ich abbuchen kann. Und in R2 habe ich dann irgendwie, also in der zweiten Relation, habe ich vielleicht die Auftragsdaten, also irgendjemand bestellt bei mir irgendwas. Jetzt möchte ich dann quasi Rechnung stellen und die Bestellung irgendwie mir merken. Und jetzt könnte ich dafür sorgen, dass ich immer nur Aufträge abarbeiten kann, für die ich auch einen Kunden schon habe, also für die ich Kundeninformationen habe. Ansonsten könnte ich einen Auftrag in meine Datenbank legen, für den ich gar nicht weiß, wie der bezahlt werden wird. Ungünstig. Also so ein Cascading Insert dann, dass ich sage, den Kunden gibt es noch gar nicht, leg den bitte erst an, ich brauche die Zahlungsinformationen beispielsweise, bevor ich den Auftrag abspeichern kann. Das wäre so ein nach oben kaskadierende Einfügeoperation. Als zweites könnte ich ja versuchen, dass ich in der Relation R2 einen Tupel verändern möchte. Und jetzt könnte ich immer über die referenzielle Integrität sicherstellen, dass tatsächlich, wenn ich da irgendwas verändere an dem Tupel, ich noch einen Zeiger, also diese Referenz, auf die Relation R1 wieder habe. Könnte auch sowas sein wie, keine Ahnung, Kundendatenbank oder so. Ich möchte irgendwie eine Kundennummer in einem Auftrag ändern, weil ich mich vertippt habe, dann überprüft das System automatisch, gibt es die Kundennummer überhaupt, die ich jetzt dann dafür eintrage. Wenn ich mich wieder vertippe und so vertippe, dass es die Kundennummer nicht mehr gibt, sagt das System, nee, geht nicht, habe ich keinen Kunden dafür, könnte ich quasi nicht die Rechnung eintreiben. Also auch da, wenn ich dann irgendwie den Eintrag im Fremdschlüssel verändern möchte, kann das System automatisch immer überprüfen, ob das überhaupt erlaubt ist. In dem Sinne, dass ich dann auf einen Tupel wieder verweise in der Relation R1. Wenn ich in R1 was verändere, beispielsweise sage, meine Kundennummern sind irgendwie outdated, ich will überall noch irgendwas davor schreiben oder so, dann muss ich natürlich auch die entsprechenden Fremdschlüsseleinträge in der Relation R2 ändern. Also wenn ich an dem Fremdschlüssel in R1 was ändere, muss ich das auch nach unten durchreichen. Das ist dann so ein Cascading Update. Also Cascading Insert, wenn ich unten was einfügen will, muss ich das auf jeden Fall zuerst oben einfügen. Cascading Update, wenn ich oben was ändere an der Fremdschlüsselgeschichte, muss ich daran denken, dass ich es auch unten ändere, sonst passen die Verweise nicht mehr. Automatische Überprüfung normalerweise. Also wenn ich oben was ändere, würde mir das System gleich sagen, unten muss ich das auch machen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie einem Kunden eine neue Kundennummer zuweise, dann, und der Kunde ist irgendwie Bestandskunde, den hatte ich schon, dann möchte ich auch weiter wissen, dass welche Aufträge von dem Kunden irgendwie in den letzten 10 Jahren kamen oder so. Dann muss ich also entsprechend die Kundennummer in den Auftragseinträgen, in der Auftragsrelation auch anpassen, damit ich diese Verweise noch korrekt habe. Das wäre also so ein Cascading Update. Da sagt mir das System, okay, wenn du hier oben was veränderst, ich habe noch abhängige oder eben Einträge in der anderen Relation, die auf den alten Fremdschlüsseleintrag verwiesen haben, bitte die auch noch mit. Soll ich die nicht automatisch gleich mit anpassen? Wenn man dann sagt, nee, will ich nicht, dann kann man oben die Kundennummer nicht ändern. Also es wird immer dafür Sorge getragen, dass diese Zusammenhänge, die ich damit modellieren wollte, noch tatsächlich zusammenpassen. Außerdem ganz schlimm, wenn ich jetzt nicht nur die Primärschlüsselausprägung ändern will, also diesen Attributwert ändern will, sondern sage, das Tupel lösche ich, den Kunden beispielsweise lösche ich aus meiner Kundendatenbank. Dann überprüft das System automatisch, ob vielleicht noch Fremdschlüssel darauf verwiesen haben. Also ob es noch Aufträge gibt, die für die Kundennummer abgespeichert sind. Und dann würde das System auch sagen, bevor ich den Kunden löschen kann, bitte erstmal alle Aufträge löschen. Also so ein Cascading-Delete. Wenn ich oben was löschen will, muss ich erst unten alle davon referenzierten Sachen oder alle auf das nach oben referenzierende Sachen, muss ich die erst alle löschen. Ansonsten habe ich irgendwann, wenn ich den Kundeneintrag gelöscht hätte, in meiner Auftragsdatenbank Aufträge, die ich keinem Kunden mehr zuordnen kann. Integrität verletzt, also ich möchte für jeden Auftrag wissen, wer hat den gestellt und wie wurde der bezahlt und vielleicht wohin habe ich es geliefert. Wenn das nur in der Kundendatenbank stand, dann wäre es ja blöd, wenn ich den Kundeneintrag, das Tupel in der Kundendatenbank gelöscht hätte. Verbietet normalerweise das System. Also entweder verbietet es das und sagt, darf man gar nicht, oder es bietet wieder als Ausweg an, dann erstmal die ganzen Aufträge zu löschen. Wollen Sie wirklich? Ja? Frage?
Na, Prohibited sagt, also was ist der Unterschied zwischen Prohibited und Cascading Delete? Prohibited sagt, geht nicht. Und als eine Lösung könnte mir das System anbieten, ja, erstmal unten alle Aufträge zu löschen, die auf diese Kundennummer verweisen beispielsweise. Also Cascading Delete heißt, bevor ich oben den Eintrag löschen darf, muss ich unten erst alle gelöscht haben, die auf den oben verwiesen. Und dann darf ich oben den löschen. Aber wenn ich oben einfach den löschen will, sagt das System, nein, geht nicht, es gibt noch Verweise. Genau, also diese Integritätsbedingungen, die ich über diese Fremdschlüsselbeziehungen garantieren kann, die sind relativ mächtig. Also die verführen dazu, dass ich eben bestimmte Sachen auf meiner Datenbank gar nicht machen darf, die dazu führen würden, dass ich irgendwelche in gewissem Sinne inkonsistente Zustände habe. Dass ich also, wenn wir in dem Beispiel Kundendatenbank bleiben, dass ich Aufträge habe, für die ich gar nicht weiß, wer der Kunde ist, wie die bezahlt werden würden, falls in der Kundendatenbank die Bezahlmöglichkeiten, beispielsweise irgendwelche Einzugsermächtigungen oder Kontonummern oder sowas gelegen hätten. Das wäre immer ungünstig, wenn ich also Kunden löschen darf, und deswegen sieht das System dafür über diese Referenzen vor, dass man das nicht mehr machen darf. Beziehungsweise nur machen darf, wenn man erst alle Aufträge gelöscht hat. Was ist jetzt der Unterschied bei den Lokalitäts- oder bei den Integritätsbedingungen? Ist so ein bisschen die Lokalität. Worauf bezieht sich etwas? Referenzielle Integrität ist also was, was zwischen mehreren Relationen stattfindet, wohingegen sowas wie lokale Integrität erstmal einfach nur was ist, was auf einer konkreten Relation stattfindet. Also lokale Integritäten, ob die verletzt sind oder nicht, ist im Prinzip eine boolesche Funktion, die sagt, Bedingung ist erfüllt, Integrität passt, oder Bedingung ist nicht erfüllt, passt nicht. Also beispielsweise lokal sowas wie ein Schlüssel. Gibt es überhaupt einen? Jede Relation muss einen Schlüssel haben. Wenn ich keinen Schlüssel ausgezeichnet habe, habe ich eine lokale Integritätsbedingung verletzt, dass ich keinen ausgezeichneten Primärschlüssel habe. Eine globale Integritätsbedingung, haben wir eben ein paar Beispiele gesehen, Fremdschlüsselbeziehung, referenzielle Integrität ist global in dem Sinne, dass ich nicht nur auf einer konkreten Relation schaue, sondern zwei oder mehr miteinander verknüpfe über diese Fremdschlüsselbeziehung. Und auch da kann ich eben überprüfen, ob die Integritätsbedingung gilt oder nicht. Also im Prinzip bekomme ich immer sowas wie ja oder nein, verletzt irgendeine Operation, die ich gerade durchführen will, eine Integritätsbedingung, wenn eine verletzt wird, erlaube ich diese Operation nicht. Integritätsbedingungen stellen also immer sicher, dass der Datenbankzustand, wenn ich irgendwie was machen will, von einem Zustand in den nächsten, dass das konsistent bleibt, was ich da mache. Also Schlüssel ist ein Beispiel für lokal und Fremdschlüssel ist ein klassisches Beispiel für eine globale Integritätsbedingung. Daneben könnte ich ja noch sowas haben wie als lokale Integritätsbedingung, wenn ich Gehälter ändere, Gehalt ist wahrscheinlich kein Schlüssel, wenn ich Gehälter ändere, dann dürfen die nur steigen oder so. Wäre auch ein lokales. Eine lokale Integritätsbedingung, die für eine konkrete Relation gilt, die, wo die Gehälter drinstehen, aber die hat erstmal nichts mit dem Schlüssel zu tun. Und global könnte ich sowas haben wie, keine Ahnung, das Budget für meine Abteilung, Personalbudget darf Wert X nicht überschreiten, also wenn ich Gehälter angepasst habe, muss ich dann wieder überprüfen, ob die Summe noch kleiner ist als das Budget. Das wäre auch eine globale Integritätsbedingung, weil ich vielleicht die Gehälter in einer Tabelle habe und mein Budget in einer anderen und dann muss ich irgendwie mit den beiden zusammen was arbeiten. Aber so die klassischen lokalen Integritätsbedingungen ist, gibt es einen Schlüssel, also habe ich einen Primärschlüssel ausgezeichnet, wenn nicht, geht es schon mal gar nicht weiter, ich muss erst einen Primärschlüssel auszeichnen und klassische globale Integritätsbedingungen wären Fremdschlüssel oder eben diese referenzielle Integrität.